Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der YouTuber Johnny Paranormal aus Mexiko machte eine paranormale Untersuchung in einer nicht näher genannten verlassenen Fabrik, in der ziemlich Unheimliches passiert. Schauen wir mal rein. Quiero que me eso enseñe si estás aquí. Quiero verte. Mira, 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 mira. Sí, ahí está. Mira, ahí viene. Se paró. Sí, esto se acaba de mover, Clary. Se paró. Y esto no se acerque, esto se acaba de mover, mira. Se paró, no manches. Se acaba de mover esto. ¿Estás aquí? No. Dame una señal, estás aquí. Mira, 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 otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. ¿En qué parte estás? Uy, uy, mira, mira. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Miren, amigo, tiene pura telarañas. Pura telarañas tiene esto, miren. Dame una señal, estás aquí. Uy, uy. ¿Quién eres? Hay mucho polvo, mira como que alguien está. Echt gruselig, oder? Man kann auch hier wieder nichts direkt beweisen. Und ich möchte auch hier nichts unterstellen, da sowas eben in der Theorie auch eine Spukaktivität sein kann, rein von den Geschehnissen im Video her. Jedoch habe ich bei meiner Recherche herausgefunden, dass er diese Untersuchungen auf TikTok live streamt und bei jedem einzelnen dieser Streams solche und noch wildere Dinge passieren, was die Alarmglocken natürlich doppelt schrillen lässt und man hier ziemlich sicher sein kann, dass hier zwar etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, aber eben der nicht paranormalen Art. Folgender Clip wurde vom YouTube-Nutzer Mystical Poltergeist hochgeladen und soll nicht 100%, sondern ganze 1000% echt sein. Das dürfen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Schauen wir mal rein. Zunächst natürlich ein sehr cooles Video, bei dem man super viel erkennt. Wer braucht denn schon Licht? Spaß beiseite. Von den Aktivitäten her könnte so etwas natürlich wirklich passieren. Keine Frage. Und ich will hier auch nichts unterstellen, da man anhand der Qualität auch wie so oft keine Fäden nachweisen kann. Wovon ich dennoch ausgehe, dass sie hier im Einsatz waren. Was mich aber am meisten an den ganzen Zweifeln lässt, ist die Tatsache, dass dieser vermeintliche Poltergeist es schafft, in den 44 Sekunden, die dieses Video lang ist, fast mehr Unordnung zu schaffen als mein Hund. Und das ist etwas, das rein physikalisch nun wirklich nicht sein kann. Folgender Clip ist wie so oft in letzter Zeit erneut im Jefferson Hotel in Texas entstanden und soll sich diesmal im Waschraum des Hotels zugetragen haben. Schauen wir mal rein, was der Mitarbeiter dazu zu erzählen hat. It's Monday, February 7th, here at the historic Jefferson Hotel, and just had an experience I want to share with everybody. Now, this is my workshop area. You can see, you know, we also do our laundry in there as well, so keep an eye back there on the washing machine. You'll see the door open.
right here, and it kind of startles me a little bit. Now I jump a little bit, and you can see that there's really no reason for that to open right then. I'll show you the full footage, and then we'll come back and watch that and kind of analyze it. So here's the footage from the camera app. So I'm pulling it right from the SD card. You can see that the door hasn't moved at all. I'm just now getting in there. And then I get, right about there. Nothing. This is at 7. Keep going. I think the incident happens around 8:20, around there. So for a full hour, nothing happens. The door hadn't moved. You'll see, right there, I'm showing my wife, and we're trying to figure out how it worked. But never could figure it out. It's just an experience. So let's watch the full footage again. We'll go back and just kind of break it down. Just sitting here on my computer, just like last time when the rack moved. I obviously didn't see it happen. I just heard the noise and turned. Now the audio is a little behind, so you'll see it hit and then you'll hear the noise, but I look pretty quick. And so I go up and I'm just dumbfounded again, because there's no reason for that to open on its own, just to get my attention for about the 5 minutes that I was in there. And looking around, and then I'm, starting to ask, like, okay, if that was you, do something else to get my attention, because you got it. But I just like to show you guys my experiences. I'm, again, not trying to say that it's a spirit or anything like that, because, we can't prove that yet. But this is what happens when we're here alone here at the hotel. Wirklich unheimlich, das Ganze. Und das Hotel ist eben auch einer der hochfrequentiertesten Spukorte in Amerika, in dem vor allem Gäste regelmäßig seltsame Dinge erleben. Und die Erklärung des Mitarbeiters hier wirkt auf mich auch nicht übertrieben oder aufgesetzt, da er auch selbst noch anmerkt, dass er nicht sagen kann, ob es paranormal ist oder nicht. Es wäre auf jeden Fall mal interessant, dort einige Nächte zu verbringen und eine vollumfängliche Untersuchung zu machen. Leon TV machte mit dem Medium Minky, Unknown Explorer und Two Way Brothers eine paranormale Untersuchung in einem Regierungskrankenhaus in Berlin, in dem Minky bei einem vorigen Besuch bereits Energien gespürt haben will. Noch bevor die eigentliche Untersuchung losging, wurde die Erkundung durch folgende unheimliche Situation unterbrochen. Hey, da draußen waren welche. Ja? Viele? Da draußen waren welche, haben sie gesagt. Oh nee, jetzt geht mir doch für die Pumpe, glaube ich. Ja, dann gehen wir jetzt gucken. Ja, ich wollte was sagen. Anscheinend wurden draußen Leute gesehen. Boah, stell mal vor, das ist jetzt der Schleicher. Ja, das wäre richtig gruselig. Ey. Ja, Mann, wir gehen jetzt mal rausgucken, direkt. Hallo? Wo denn? Hier links. Hast du was gesehen? Ich dachte gerade. Oh, ich hab. Aber ich höre was. Ja, ich auch. Wartet mal. Stopp. Das Licht im Gebüsch, das Licht im Gebüsch, das Licht. Licht. Da war Licht. Nein. Echt? Da reflektiert das Licht. Wartet mal da vorne. Tizian, sehr schön. Olli, hast du auch gesehen? Ich glaube, war da auf jeden Fall. Da war was, ne? Ja. Im Gebüsch hat irgendwas reflektiert. Dann gehe ich jetzt gucken. Hallo? Okay, Luca hat hier Lichter im Gebüsch gesehen. Jetzt geht Spielchen los, ich sehe schon, ey. Hallo? Hier ist keiner. Weiß nicht, hier ist keiner. Oder war da oben jetzt Licht? Man weiß halt manchmal nicht, ist das eine Reflexion? Ey, jetzt denke ich, da oben war Licht. Nee, ich glaube, jetzt sind diese Deckenleuchten. Ja. Das sind da so Silber- oder Aluteile. Unter die, ja, genau. Da machen wir immer aus komplett. Alter, das ist echt gruselig vor diesem. Ja, da oben. Ich hab's auch gesehen, ich schwör's dir. Da ist tatsächlich Licht da oben. Ja. Da ist jemand drin. Ganz leicht. Das ist das genau da an der Stelle, wo ich es auch gerade gesehen habe. Ja, safe, ja. Ja, mich auch. Wie so ein ganz, ist ja ganz leicht jo. Licht, ne? Steht einer am Fenster? Ja. Ja? Oder? Ja, da ist Licht. Ja, da oben. Ja, da ist Licht. Steht einer am Fenster.
Und ich höre auch was. Nochmal hochgehen? Nee. Alter, wollt ihr mir erzählen, dass wir da die ganze Zeit nicht alleine drin waren? Anscheinend nicht, ne. Anscheinend nicht. Vielleicht hat sich da die ganze Zeit jemand versteckt, der einfach ein bisschen ängstlich war und sich nicht getraut hat, rauszukommen, ne? Ich muss fairerweise... Hier waren die mir damit... Aber was ich sagen muss, ist auf jeden Fall... Komm, Leute, das Ding ging auf einmal, wo wir auf der Treppe... aus meiner Tasche rot. Ja. Wurde was geschmissen gerade? Aber guck mal, das ging in meiner Jackentasche rot. Panik, weißt du, Vorsicht. Vielleicht sollten wir das berücksichtigen und dann hier jetzt keine paranormale weitere... Also ich bin wirklich immer ehrlich. Ich bin wirklich, Leon, du kennst mich mittlerweile. Ja. Du weißt, wie ich bin, wenn ich unter Stress bin. Und wenn du jetzt mal ganz kurz meine Hände... Ich hab richtig... Alter, ich hab... Nee, ich hab, na so macht sowas keinen Spaß. Ich hab richtig... Nein, ich mach auch keinen Joke. Und ich hab richtig Panik. Und ich sag dir das, weil ich ein richtig ungutes Gefühl hab gerade, ne? Wirklich unheimlich. Da man eben auch nie wissen kann, was für Leute dort herumschleichen. Und vor allem, was sie vorhaben. Daher sollte man bei solchen Erkundungen niemals alleine zu solchen Orten gehen. Als sie dann jedenfalls mit der paranormalen Untersuchung starteten, geschah Folgendes. Okay, wir machen es jetzt wieder so. Wir begeben uns einfach ein bisschen durchs Gebäude. Minky hat wieder das, ja, ich sag jetzt mal Advanced K2 Meter. Na, das hat ja verschiedene Dinge, die es misst. Und, aber es ist ja auf Rot gegangen vorhin, wo auf einmal diese Gefahr irgendwie in Anführungszeichen war. Findet ja, ihr stimmt. nicht? Doch, doch, das hat es sehr war sehr gepasst. In der Jacke drin und auf einmal hörte es nicht mehr auf. Und dann fing nämlich an, dass die ganze Situation gekippt hat. Also wir können auch sagen, dass es so ein Warnsignal war, also dass die Energie sich verändert hat. Kann es sogar sein, dass hier einfach gar nichts ist? Nee. Also das letzte Mal, wo ich hier war, habe ich einfach das Gefühl gehabt, als würden die noch immer tuscheln und reden. Also auf jeden Fall sind wir hier, weil wir würden uns freuen, mit euch zu kommunizieren. Und wenn ihr euch uns auch ein Zeichen gibt oder so, vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich war auch schon mal hier. Ich bin irgendwie... Findest du nicht, wie hat sich die Energie gerade verändert? Ein bisschen schon, ja. Olli und seine Freundin haben Schritte gehört. Aus welcher Richtung kam das denn? Von da. Ich hätte eher gesagt, in eine andere Richtung, aber... Boah, hier ist das ein richtiger kalter Zug irgendwie drauf. Ja. Alter Schwede, oh mein Gott. Guck dir das mal an. Boah, was? Wie lang die Gänge hier sind. Ach du Heilige. Was ist das hier für ein Bereich? Das ist aus der Küche hier, oder? Guck mal, ach, guck dir das mal an. Wegweiser. Ja. Deswegen ist der Zug hier. Ja. Von hier kamen doch auch die Schritte so, ne, ja, was man gehört hat. Und das Gerät hat auch direkt ausgeschlagen. Sollen wir hier mal ein paar andere Geräte noch mit auspacken und hier bleiben? Ja, ne? Ja. Ich würde sagen, bist du hier bei uns? Gib uns gerne ein Zeichen, akustisch oder lass das Gerät ausschlagen. Warst du ein Patient hier? Hast du noch nicht verstanden, dass das hier alles nicht mehr existiert? Wir sind aus dem Jahr 2024. Tja, und wie immer, genau dann, wenn man gerade nicht die Kamera mitlaufen hat, passierte etwas extremst Gruseliges. Aber zum Glück hat Luca aufgenommen, der mir natürlich die Aufnahmen zur Verfügung gestellt hat. Aber seht selbst. Diesen anderen Geräten, die lernen... Was? Oh mein Gott. Und hier, hast du gesehen, wie das hochgegangen ist? Magst du dich mal zeigen oder das nochmal machen, bitte? Guck mal hier. Ja. Machst du das bitte noch einmal? Komm doch nochmal da entlang. Komm mal die Treppe hoch. Er steht vor uns. Geh mal ein bisschen zu. Okay. Erst der Bewegungsmelder, jetzt der. Und es sind jetzt beide Bewegungsmelder angegangen. Erst der im Hausflur und jetzt der. Und da, also, das kann ja nicht sein. Nein. Jetzt geht's ab hier. Zeig dich.
Wir stellen uns nochmal vor. Ich bin Minky. Ich bin Luca. Ich bin Leon. Und danke für die Zeichen. Also gerne, gerne. Kannst du bitte es nochmal machen? Schön, dass ihr der Einladung entgegengekommen seid. Spirit Box. Spirit Box. Ja, ne? Ja. Also, ich hole jetzt das Portal. Und dann gehen wir mal in die richtige Kommunikation. Aber hier geht auf jeden Fall schon einiges ab. Mir hat gerade erst an der Wade gezogen. Echt? Du bist da, aber du hast mir nicht ans Bein gezogen. Ja, also mein Name ist Leon. Mein Name ist Luca. Mein Name ist Caro. Und mein Name ist Ronny. Und ich bin Minky. Und ich würde es teufeln, wenn du uns mal deinen Namen verrätst. Oder du kannst vielleicht einen Namen von uns sagen hier im Kreis, mit dem du gerne kommunizieren möchtest. Also mein Gerät geht hier jetzt auf Rot. Ich hätte aber gerne, dass du deinen Namen uns mal nennst. Oder sag einen Namen von uns hier in der Runde. Komm zu uns in den Kreis, hab keine Angst. Was hat es mit auf sich mit dem Jahr 1987? 1987. Ich möchte ein bisschen mehr von dir haben. Nimm die Energie, die du brauchst von uns hier. Ja. Was war. Was denn? Da war was. Komm zu uns in den Kreis. Hier ist auch rot, wo du sagst. Ja, das kann ich nicht gefasst. Ihr müsst euch schon trauen. Kommt zu uns in den Kreis. Wirklich unheimliche Begebenheiten. Und in diesem Video sind noch viel mehr Dinge aufgezeichnet worden, die während die Truppe vor Ort war, nicht wahrgenommen wurden und erst später in der Live-Analyse zum Vorschein kamen. Ich habe euch beide Videos in der Beschreibung verlinkt. Schaut auf jeden Fall gerne vorbei und lasst liebe Grüße da. Der Reddit-Nutzer Philus Trout hat folgendes Video hochgeladen, das er während einer Autofahrt über einem Highway in Amerika aufgenommen hat und sich nicht erklären kann. Ich musste hier aufgrund der Musik im Video die Tonspur stumm schalten, habe aber Untertitel für das Gesagte eingebaut. Ziemlich unheimlich auf dem ersten Blick, da es zunächst wie eine klassische UFO-Sichtung wirkt. Jedoch wirkt es im Verlauf des Videos auf mich und viele Kommentatoren eher wie ein Flugzeug, das seine Landescheinwerfer eingeschaltet hat. Der Poster des Clips beharrt jedoch darauf, dass sich das Objekt nicht bewegt hat und es im Video nur den Anschein macht, weil er eine Kurve gefahren ist. Für mich persönlich zumindest hat es am Ende des Clips eindeutig die Form eines Flugzeugs und Flugzeuge können schon mal wirken, als würden sie im Himmel stehen. Ganz besonders, wenn man selber in einem Fahrzeug sitzt, das sich bewegt und es dazu noch Nacht ist, macht es sowas umso schwieriger, das Ganze einschätzen zu können. So, und damit sind wir wieder am Ende des Videos angelangt. Ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Eure Mythenecke.